Hallo Leute, weiter geht es bei Shanti. Im letzten Part haben wir diese Medium-Frau irgendwie besiegt. Das war ziemlich scheiße. Mir ist gerade aufgefallen, woher ich dieses Konzept kenne hier mit Sammel Sonnencreme auf und dann stirbst du nicht. Aus dem DS-Teil von Lighted Wars. Oder, nee, Star Fox für den DS, so ist das, glaube ich. Ich liebe Lighted Wars und so weiter, aber im DS-Teil muss man ständig Treibstoff einsammeln. Ständig. Man ist quasi primär auf dieser Suche und die Gegner und alles, das ist sekundär. Und ja, ich hasse sowas, ich mag es echt nicht. Hier bei Shantae, bei diesen Leveln, kann man machen, ja. Aber bei Bosskämpfen, der größte Rotz, den ich je gesehen habe. Aber ich hoffe, es wird jetzt wieder besser, es wird funktionieren und deswegen fortsetze. Hier am Strand kann ich sogar damit leben, dass die Sonne sehr stark ist und dass sie Sonnenschutz braucht. Kann ich damit leben, völlig. Aber sollte dann auch etwas davon herumliegen eigentlich. Wie hier zum Beispiel. Ist da oben was? Zack, zack. Alles Mögliche meins. Okay, aber nichts von Interesse für uns. Aber das da brauche ich. Und ja, Wasser. Wasser ist auch wichtig. Obwohl, im Wasser kann man ja auch sehr schnell einen Sonnenbrand kriegen, soweit ich weiß, oder? Weil das Wasser spiegelt die Sonne und verstärkt damit ihre Wirkung, soviel ich weiß. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Deswegen sollte man sich auch eincremen, wenn man ins Wasser geht. Und nach dem Wasser sollte man sich nochmal eincremen, ganz einfach, weil auch wenn die Sonnencreme wasserfest ist oder wenn es da drauf steht, ja, sie verliert trotzdem ein bisschen ihre Wirkung im Wasser. Ja. So, dann war jetzt dieses Video auch wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, wichtig und lehrreich. Können jetzt abhaken und nun können wieder Quatsch labern. Theoretisch. Kann ich hier noch weiter hochgehen? Nö, kann ich nicht. Als ob ich gegen dich kämpfen möchte. Wasser, schnell. Okay. Lass meine Blase in Ruhe, danke. Als ob ich jetzt gegen solche riesen Gegner kämpfe. Ich glaube eher nicht. Ich glaube halt eher nicht, dass ich das will. So, kurz wieder ins Wasser. Ja, wisst ihr, bei solchen Leveln, man kann wieder kurz ins Wasser hüpfen und dann wieder weitermachen. Auch die Sonnencreme, sie droppt immer neu. Es geht. Es geht. Ist ein bisschen nervend und so weiter, aber es geht. Kann man machen. Aber bei Bosskämpfen, wo man sich beeilen muss mit begrenzter Sonnencreme und alles Mögliche, nee. Ja, dieses RNG. Das ist nicht gut. Wow, ich hab wieder... oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein! Ich wäre vermutlich besser weitergelaufen, einfach nur. Vermutlich, ja. Oh Gott, ich... Oh nein, was... Oh, komm schon. In diesem Sandturm drin, oh nein. Was wird denn das wohl werden? Vermutlich nichts Cooles. In diesem Sandturm drin. Oh nein. Vor diesem Wurm wieder flüchten. Oh Gott. Hatte ich ja zuvor schon meine Probleme bei, bei ihrem Ninja-Abenteuer da, ja. Man findet hier relativ viel und... Wow, es war knapp. Relativ viel und gut Herzen. Somit, ja. Somit geht's eigentlich, aber ein bisschen Schaden kassiert. Aber bei Bosskämpfen, wo man ansonsten schon auf seine Energie achten muss, wenn man da Damage nehmen muss, ja, wie bei der Mediumfrau, das ist einfach nur Rotze. Ernsthaft, das ist einfach nur Rotze. Ernsthaft. Ja, aber da merkt man wieder, nichts ist perfekt, ja. Nicht mal die Shantae-Spiele. Nichts ist perfekt. Nichts und niemand. Das ist einfach nur so. Könnt ihr euch merken, liebe Zuschauer. Es gibt Leute und Sachen, die sind nah dran. Aber... Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, wir nehmen alles mit, obwohl es uns nichts bringt. Dann nehmen wir hier die Sonnencreme. Wollen nicht, dass Shantae verbrennt. Und dann ist da wieder Squid Nummer 3. Dann können wir uns eigentlich wieder beeilen, weil... Uns fehlt nichts mehr. So. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das hier machen sollten. Auf jeden Fall nicht beim ersten Versuch. Nein, wir werden einfach mal die Squids versuchen einzusammeln. Und ja,
dann versuchen, das Level zu lernen. Respektive, wie ich das machen muss mit meinen jetzigen Möglichkeiten. So, 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 so. Au, natürlich trifft sie mich. Die Flamme mag ich. Das ist die Scheiße jetzt. Ich gehe direkt hier entlang. Weil ich glaube, ja, da ist einer. Okay, ich habe Energie gekriegt. Was war jetzt das? Was war jetzt das? Gut, da gebe ich jetzt nicht dem Spiel die Schuld. Ich meine, ich bin da unglücklich blöde gefallen. Ich habe keine Ahnung. Ist mir bisher, glaube ich, noch nie passiert, dass ich hier durchgegangen bin, aber... ja. Lief halt blöde. Mein Gott, passiert. Passiert. So, und jetzt können wir direkt hier weitergehen. Das Herz könnte ich mitnehmen sollen. Kann nicht alles haben. Oh, es hat perfekt gereicht. Aber sowas von perfekt. So, gib mir das. Oben lang. Ja, sollten wir machen, ja. Sollten wir machen. Nein! Ist auch ein bisschen unfair vom Spiel, aber es war wieder meine Schuld. Ja, nee, ich kann zu Fehler stehen. Ich bin halt hier immer so ein bisschen unter Druck und unter Stress. Und ja. Oh, nein! Ich darf mit dieser Scheiße hier keine Wände berühren. Ich weiß es ja. Ich geh jetzt einfach weiter. Ich hab keine Zeit hier, um zu warten. Ich glaube, es war auch völlig okay. Es war wirklich völlig okay. So, wir gehen da oben lang. Wegen der Sonnencreme, ja. So, und jetzt vorsichtig sein. Okay. Nee, ich kann da nicht durchgehen. Ich muss weiter. Passt das? Na, natürlich passt das nicht. Als ob das passen würde. Jetzt ist dann gleich wieder meine Energie am Arsch und ich darf die ganze Scheiße wieder nochmal machen. Es sei denn, da ist ein Herz drin, ja. Nein! 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 Shanti! Ich habe jetzt so viel Zeit verloren, ich glaube nicht mehr, dass das reichen kann. Ich habe erst einen Squid. Nein, wieder Zeit verkackt. Immerhin noch ein Herzchen. Ob ich es nochmal versuchen kann. Sonnencreme auch gut, aber der ist gleich da unten. Der ist gleich da unten. Ist gleich da unten. Bin ich so schnell, als wenn ich kletter? Ich glaube, ja. Hierhin. Wo ist das Quid? Oh, bitte schlag mich nicht. Nein, hoch da. Und hoch. Ich habe erst einen Squid gefunden. Warum? Dann ist bestimmt hier oben. Natürlich ist er da oben. Okay, ich habe ihn zumindest. Aber nee, da bin ich Game Over. Shit. Oh, wow. Da, Fug. Wenn ich das jetzt noch schaffe, dann bin ich ultra der Chef hier. Das war riskant. Ich habe immerhin noch ein Herz gekriegt. Spring weg da. Wo ist der dritte? Nicht da! Shitty, shitty, shit. Wo ist der andere? Da! Oh Gott! Oh Gott, mein Gott! Oh Gott, oh Gott! Shantae, du bist die Beste! Shantae, du bist die Beste! Ach du Scheiße! Seht ihr, schon wieder liebe ich das Spiel. Schon wieder liebe ich das Spiel. So, aber das hier könnte jetzt ein Witz werden, oder? Das einzige Problem hier werden die Vögel sein. Ja, einige Stellen sind halt schwer an diesem Modus. Oh! Sollte meine Klappe halten. Sollte meine Klappe halten. Einige Stellen, ja, schwer. Na! Shit, das könnte jetzt wieder ein Problem werden. Das könnte jetzt wieder ein Problem werden. Alles, mit dem ich nicht mal gerechnet hätte. Nein! Nein! Vorsichtig sein. Vorsichtig sein! Okay, ich sollte nicht so durchrushen. Das ist keine gute Idee. Aber das ist, ja.
Ist mein Fehler. Ich will Duo crushen. Das Spiel sagt, nö. Solltest du nicht machen. Vollkommen okay. Vollkommen okay. Ich möchte es auch machen. Oh Gott. Okay, das ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn ich das von hier mache. Das ist vielleicht sogar das Ideale. Shit, aber ich kann die Dings nicht mitnehmen. Sonnencreme! Das war jetzt auch gewagt. Das war wirklich sehr gewagt. Ich bin dafür, dass hier Sonnencreme sein sollte. Zu Beginn des Levels meine ich. Nein! Nein! Oh Gott, nein! Oh nein! Ah, ich bin gleich tot, Leute. Ich bin gleich tot. Ich brauche ein Herz. Da war ein Herz. Da ist die Sonnencreme. Nehme ich. So, kurz durchatmen. Ja, nee, ist klar. Ist ja voll gut auch noch hier. Piss dich vor! Ey. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Habt ihr es gesehen? Sie hat wieder einen Wasserball geschossen. Ich habe die verdammte Dreieckstaste gedrückt. Was ist passiert? Nix. Nix ist passiert. Überhaupt nichts ist passiert. Doch, es ist was passiert. Sie hat ihren scheiß Ball geworfen da. Ey, diese verdammten Vögel. Die sind nicht witzig. Jetzt kommt da schon wieder so einer. Die sind... Oh nein, nicht schon wieder. Die sind halt ein echtes Problem. Genau wie meine... Nicht schon wieder! Was? Was? Die Explosion, weil der auf dem anderen Stein die Bombe hingeworfen hat. Oh, unfair. Unfair, ja. Aber okay. Okay, es ist schwer, ja. Es ist schwer, mein Gott. Schwer darf ein Spiel sein. Aber nicht scheiße, versteht ihr? Oh Gott. Nein! Ja, es ist ein bisschen doof, dass sie da die Blase nicht direkt wieder machen kann. Mein verdammtes Kabel macht das nicht besser gerade. Ich habe hier immer so ein bisschen Probleme. Wir warten kurz und gehen dann rüber. So. Oh Gott, das war auch knapp. Natürlich, genau da rein wieder. Ja, fick dich doch! Ich habe die noch nicht mal gesehen. Das hier total scheiße. So, aber irgendwie. Nein! Ey! Oh Mann! Das ist wieder doof. Nur diese Stelle da. Da, wo die Sonnencreme liegt. Die ist doof, ja. Der Rest ist vollkommen okay. Der Rest ist vollkommen okay. Oh, mutig. Nee, da diese Sonnencreme-Stelle da. Wisst ihr was, die muss ich jetzt ignorieren. Kann ich nicht mitnehmen. Habe ich keine Zeit hier. Muss die da unten nehmen. Auch völlig okay. So. Ja, sich beeilen müssen, das ist immer so ein bisschen ein Hasspunkt bei mir. Was willst du von mir, du Olle? Ach so, wird es klappen. Total leicht eigentlich. Eigentlich. So, fick dich. Mit das da, wir warten kurz. Herzchen. Und dann gehen wir. Und gehen wir nicht. Ey, diese Vögel. Ey, hallo. Vögel sind echt das Böseste. Nein, jetzt. Ey, manchmal lässt er sie fallen, manchmal nicht. Wow. Hätte ich das jetzt machen sollen, ohne getroffen zu... Das war jetzt wieder Unterscheiße. Der Block ist genau dann gespawnt, als ich ihn nicht gebrauchen konnte. Okay, ich brauche Energie, ansonsten mache ich die Scheiße gleich nochmal. Okay, vorsichtig sein jetzt. Vorsichtig sein jetzt. Herz. Nein, kein Herz. Aber wo sind die überall? Ich werde das nicht überleben.
Nein! Herz. Ist kein Herz. Das ist verdammt nochmal ein Herz. Na toll. Nein, die Sonne, ich hab sie vergessen. Oh, seht ihr? Da hat man so eine schwere Stelle. Man kann sich gar nicht drum kümmern. Man kann nicht. Man kann einfach nicht. Ja, ich hab's gesagt. Ö, ist halt einfach schwer, aber... Ja, aber der Modus ist halt nicht durchdacht. Tut mir leid. Der ist halt nicht durchdacht. Sie hat wieder so einen gottverdammten Ball geworfen. Was soll denn das auf einmal? Warum tut sie das? Versteh's nicht. Wow, ich wurde nicht erwischt. Wow, toll. Herzchen, danke. Schießt die Olle da wieder. Das ist doch... Das ist doch zum Mäusemelken. Einfach nur, weil man keine Zeit hat. Das ist wirklich nur... Ey. Ich werde langsam aber sicher gleich wieder sauer. Nicht wegen des Spieles, nein. Teilweise ja. Aber hier bin ich der Dumme. Ich gebe es ja zu. Hier bin ich ein bisschen der Unfähige. Ja, zugegeben. Aber es ist halt nicht gut. Doch, das Spiel ist gut, aber jetzt diese Scheiße hier. Ja, und da. Ich kann diese Sonnencreme einfach nicht mitnehmen. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich werde dann sterben. Ich brauche Herzen. Ist das wirklich zu viel verlangt? Du schießt deine Scheiße ab hier. Nein! Nein! Oh! Ich raste gleich aus. Ey, und immer, 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 egal wann ich runterfalle, immer ist die Olle da am Schießen. Immer. Und ich sehe diese verdammten Vögel, die ich nicht irgendwie vorzeitig triggern kann, nein, die mich so oder so treffen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie das gedacht wäre. Ich meine, ich spiele scheiße, klar. Ist mir bewusst. Ist mir bewusst. Aber wie soll man da im Idealfall durchkommen? Versteht ihr? Ich meine, der hat seine Bombe. Ich kann mich nur auf diesem kleinen Drecksteil bewegen. Und genau da wird auch die Bombe fallen lassen. Und wieder, ich falle runter, zack, genau rein. Ja, ja. Diese Bombenviecher. Ich habe nur meinen scheiß Strandball. Die kann ich ja nicht gerade ausschießen. Nein. Oh nein. Was? Wie soll ich denn diesen Scheiß machen hier? Wie? Wie soll ich diesen Ver... Ich weiß, ich will rushen. Ich weiß. Warum will ich das machen? Weil ich diese Scheißstelle jetzt zum tausendsten Mal sehe. Deswegen. Ja. Ich darf das Ding da unten nicht mitnehmen. Ich sterbe jedes gottverdammte Mal. Ey, das ist doch dumm, wenn man sich jetzt so an der Stelle beeilen muss. Das ist doch wirklich ein Rotz. Ernsthaft. Total schwere Stelle. Man muss sich aber beeilen, sonst stirbst du. Fucking Drecksvieh! Ich weiß nicht, wie ich das jetzt überlebt habe, aber ich habe es überlebt. Ja, und die Sonnencreme da unten. Ich müsste sie haben, aber ich darf sie nicht mitnehmen. Sonst würde ich sterben. Nee, bei so einer schweren Stelle dann quasi, du musst dich beeilen, sonst stirbst du, Mimi. Das ist dumm. Hier, Strandball, total super. So. Oh, warum auch immer ich gerade nicht getroffen wurde. Danke, Spiel. Dann kommt hier diese tolle, tolle Stelle hier. Mit diesen gottverdammten Vögeln. So geht's, aber... Es passt halt vom Timing her nicht. Ja, doch ein bisschen, aber nicht unbedingt gut. So, dann hier. Leck mich doch. Kann die nicht töten da unten, oder? Hey! Die schießt auch noch
Oh, die schießt noch 2000 Kilometer weiter und die schon lange aus dem Bild ist. Ist doch... Ey, von überall, ja? Komm, schieß, du Olle. Ich muss gehen! Ich muss gehen, ansonsten schaffe ich es nicht. Da habe ich nur noch ein Herz für die letzte Phase. Da ist kein Herz drin. Das war auch fies. Nein! Du nicht. Jetzt ist die Olle auch noch da. Okay, ich hätte eigentlich keine Zeit, theoretisch, ja. Oh nein, wie soll ich das jetzt machen? Außer so vielleicht. Jetzt das Ganze nochmal zurück, danke. Wir warten. Wir warten. Hallo? Ja, seht ihr, ich wurde beinahe wieder erwischt von diesem Vogel. Nein! Ihr dämlichen Idioten, jetzt nervt mich. Seht ihr, wie weit die schießt? Hier rauf, komm. Scheiß auf die, wir gehen weiter. Gott, das war jetzt wieder... Oh Gott. Ja. Jetzt kommt der Wurm. Komm, den machen wir noch gleich. Der sollte jetzt kein Problem sein. Oh, das ist an die Spitze meines Sandturms geschafft. Was denkst du? Güte, es ist wirklich unglaublich. Ich kann kaum glauben, dass du das ganze Ding aus Sand gebaut hast. Ja, das Geheimnis ist mein riesiger Sandwurm Wilbur. Er knetet den Sand und vermischt den nassen Sand mit dem trockenen, um eine perfekte Konsistenz zu schaffen. Und er benutzt eine enorme Masse, um das Innere des Turms niederzupressen, während er seine inneren Wände erklimmt. Als nächstes ist es Zeit für seine patentierte Drück-and-Roll-Technik. Schau, wie er den Sand mit seinen schweren Felsblocken zusammendrückt und mit seinem riesigen Augapfel glatt rollt. Vielleicht solltest du beiseite treten. Da kommt er. Okay, mal sehen, wie dieser Bosskampf jetzt funktioniert. Ich meine, das ist einer der einfachsten Bosskämpfe überhaupt, glaube ich. Ich muss einfach wissen, wie und wann Sonnencreme gedroppt wird. Künstler der enormen Masse, ja. Okay, es liegt auf jeden... Was willst du von mir? Warum trifft er mich? Wo ist Sonnencreme? Wo ist Sonnencreme? Ey, wo ist Sonnencreme? Tja. Okay. Komm schon. Oh, das ist wieder so eine zeitlich getimte Sache. Aber ich meine, ich sollte genug Energie haben eigentlich. Aber oh nein, jetzt kommt das Ding auch noch. Das könnte ein Problem werden. Oh, wow. Oh, wow. Autsch. Okay. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Warum hat er mich jetzt im Ninja-Durchlauf und hier getroffen? Das ist doch vorher nie passiert. Doch vorhin wirklich nie... Hä? Ich bin jetzt gerade überfragt. Warum trifft er mich jetzt ständig? Okay, ich muss mich beeilen. Die Sonne. Seht, ich muss Schaden nehmen scheinbar. Ich muss... Ich muss so dermaßen viel Schaden nehmen. Das ist doch nicht normal. Da sie nicht wirklich eine Fernkampfattacke hat, ist auf diesen scheiß Ball da, ist das Auge ein Problem. Okay. 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 Ja, toll. Was willst du von mir, du dämlicher Idiot? Immerhin habe ich wieder volle Energie. So. Wie soll ich da durchkommen, ohne getroffen zu werden, jetzt mal im Ernst? Ich weiß es nicht. Ah, wo ist der Stein? Ich brauche ihn. Da, der Erste. Der Erste! Schnell, wo kommt der runter? Da! Da! So. Ja, es ist ein bisschen... Wie soll ich sagen? Irritierend. Dass man Schaden nehmen muss, ja. Aber man kann das Ding nicht unbedingt schnell erreichen. Auch hier. Wo der Ball runterkommt, das ist RNG. Ist nun mal so. Das hier muss ich einfach nur besser timen, denn... Was? So. Ja, ich muss einfach nur besser timen, dann hätte es auch geklappt, aber... Ja, im Großen und Ganzen ist dieser Bosskampf ein Witz. So, diesmal nicht getroffen, na gut. So, gib mir deine scheiß Kugel. Shantae, pass auf, dein Arsch brennt gleich.
dann verkokelt dein Bikini. Ich meine, niemand hätte was dagegen. Aber ansonsten verletzt du dich noch. Und das wollen wir nicht. So, was wir aber wollen, ist diesen Wurm verletzen. Und wie? Diese Parts dauern jetzt alle irgendwie ein bisschen lange, habe ich so das Gefühl. Einfach nur, weil ich scheiße bin. Nun gut, nun gut. Wilbur? Alles in Ordnung da unten? Verzeihung, ich glaube, ich habe mich hinreißen lassen. Ja, kein Problem. Er will sich ausschlafen. Also, ich schuld dir noch ein Autogramm. Ah, ist schon gut. Hey, du schuldest mir nichts. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Helfen? Ja, ich glättete einige raue Flecken auf dem Weg. Kein Grund, mir zu danken. Meine größte Leistung, mein Sandwerk, verdorben. Durch die Hände eines Amateurs? Nein! Da piss dich jetzt. Dämliche Olle. Hallo? Fräulein, Meister Sandbockbauerin? Das ist seltsam. Sie ist wohl gerade, um ihre gute Laune irgendwo anders zu verbreiten. Vielleicht ist sie weg, um den besten Strand zu finden, wie ich. Ja, vielleicht, Chate. Ich werde weitersuchen. Und? Yeah. Sehr gut. Hätten wir diese Welt auch abgeschlossen, was ziemlich gut ist. Und damit würde ich sagen, Leute, das war's für heute mit Shanti im Beach-Outfit. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!